Weiter geht's. Kurze Kaffeepause. Und jetzt kommt der fahraktive Teil der Verdon-Schlucht. Gerade war der touristische Teil und jetzt kommt, wie gesagt, der Moped-Teil sozusagen. Oh, 16 Grad. Ja, bin ich mal gespannt, ne? Mesh Intercom einschalten. OP Mesh, Kanal 1. So, hört ihr mich? Ja, jetzt ja. Wenn mein Tinnitus nicht wieder weg ist, dann ja. Ja. Wenn wir gerade gestanden sind. Ja, mit dem Wetter wäre ich Glück, ne? Ja, also das war jetzt hier noch so aufreißt. Auto. Ja. Hör aus, das Auto. Dagegen. Warte, Achim, da kommt Moped. Moped, vorne. Moped. Alles frei hier. Frei, alles frei. Alles frei. Zu bremsen. Oh, die hat sich zugezogen, dann ist sie erschrocken. Ja. Ja, fahr auch nicht allzu dicht auf, ne? Ja. Ich will ja ein bisschen Platz haben. Er funkt schon wieder beim Horst. Worum geht hier? Ja.
schwächelt ein bisschen hier. Ja, kein Thema. Nicht übertreiben. Nee. Erst richtig mit ja, ja. Wir haben keine Ansage. Ja, hier geht's ganz rum. Und eh nicht. Ja, ruhig. Steine, ihr müsst aufpassen, ja? Liegen überall Steine. Rum, Chris. Ja, ja, hab ich schon gesehen auf dem Navi. Auto. Ich war lange mal wieder reinkommen hier. Auto. Der geht ganz rum. Ja. Noch ein recht großer Stein. Ja, rechts. Ja, hab ich gesehen, hab ich gesehen. Boah, voller Stein. Ja, ist ja ganz schön viel, der doch. Ja. Von dem Regen vielleicht, ne? Hä? Von dem Regen. Ja, kann sein. Ja, alles voller Stein. Vorsicht. Ja. Ja, hauptsache nicht in der Kurve in deiner Linie. Steine.
Oh, geil, guck mal hier links. Oh, Foto! Steine überstehen. Hier kann man noch ein Foto machen. Ich kann ihn grüßen jetzt hier. Das ist ja mal geil, ey. Kannst du ein geiles Steine Foto in der Kurve. Jo, Stein in der Kurve.
jetzt geht es, glaube ich, in die Stadt rein. Das Ende. Ach, geil. Ja, Spaß gemacht. Aber nicht der See, sondern die Strecke. Den See muss ich mir später auf der Kamera angucken. Minuten Fahrspaß. Erst schön vor. Ja, das sind wir hier schön. Alle da. So ein schöner Fotospot mit dem See, ne? Ja. Hätte man eher mal anhalten sollen, als einen Kaffee zu trinken. Ja, leider von dem See habe ich null mitgekriegt. Nee, den sehen wir gleich nochmal. Aber wir fahren nochmal zum See, ja. Ja, aber von oben wäre schön gewesen. Ja. Na gut, wenn du da im Flow bist, ne? Ja. Ja, ja, man muss hier nochmal hin. Man muss hier einfach nochmal hin. Ja, ja. Wir haben den Steck. War ja. Ich fahre hier nochmal hin und dann. Rissersee hier. Nur für Fotos und so. Ja, einfach so eine kleine Vogeltour. So Genießertour, oder eher so. Seid ihr schon wieder so leise oder? Ja, ich habe euch leise gedreht, genau. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay, hörst du mich gut? Ja, ich hatte euch nur ein bisschen leiser gedreht, weil ihr hier hinterher nicht mehr zu hören war, nur noch so abgehackt. Ja. Kommt der See wieder rechts? Ja. Einfach oben sah der natürlich besser aus, ne? Oben sah das schöner aus, ja. Ich kann den See sehen. Frankreich so. Ja, schöne Kurven, toller Asphalt, Wetter war gut. Und sonst so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Siebte Rad von Chris Ball war schön. Fotospot. Wo denn? Achso. War das hier die Brücke oder was? Wo er sagte, dass wir halten sollen? Kann sein. Ja, ja, das ist die Brücke. Ja, ja, das ist die Brücke. Ich dachte, die andere nehmen wir noch. Ja. Jetzt müssen wir irgendwo. Achso, da sollen wir irgendwie. Ja, wir sollen. Hier halten, oder was? Ja, aber der will ja. Hier kannst du halten. Hier kannst du halten. Nee, er hält. Ja, und macht ein Foto und. Du sollst aber jetzt nicht fahren. Er muss sich ja erst positionieren. Mach ein Foto und rein der nächste. Ja, ach, ich muss nicht warten. Ja, ich warte ja. Damit das ein bisschen zügiger geht, weißt du? Da ist ja nur schnell ein Foto und dann mal der nächste. Ach, schön hier. Wollen wir doch nicht schwimmen? 20 Grad, Jungs. Ja, 20 schon warm, Grad. Ne? Ja. So, da kommt er, Alex. Fahr. Und Gas. Wassersport. Schon sehr spanisch aus irgendwie hier, ne? Ja.
steht hier rum, nur ey. Ja, so stelle ich mir Sardinien vor, so, ne? Ja, ein schon bisschen sein. Steinig, sandig, auch dieser Asphalt hier. Ganz so. Da richtig rum. Und ein Baum ist. Ein bisschen zu hier. Da kriegen wir jetzt noch gleich mal einen Spot von oben hier von dem Teich. Kann sein. Oh, schön, dass sie vor uns liegt. Auto fahren. Schöne Kurve. Ja. Autos von vorne. Auto. Echt sagen, also wenn mich einer fragen würde, würdest du lieber noch mal nach Österreich oder nach Frankreich, würde ich sagen, eindeutig Frankreich. Ja, das ist schon sehr schön. Gell? Also ja, vor allem auch die Straßen, du kommst wirklich von Pass zu Pass auch über Landstraßen, über kurvige Landstraßen. Ja, das hast du in Österreich nicht. Da musst du immer wieder über geradlinige Bundesstraßen fahren. Die sind ja alle relativ motorradfreundlich. Ja. Ne? So wie nur, dass es hier fest ist. Ja, das ist dieser griffige Asphalt, ne, wenn er fest ist. Verschaltet oder was? Ja. Also Auto. Auto vorn. Ja. Letztes Ende. Eine Kurve noch. Da war ein Hupfer. Das war geil. Aber ein bisschen abgehoben. Der Asphalt, der packt, ey. Ja. Da noch zu pappende Reifen. So. Oh, jetzt Steinschlag. Ja. Bei mir auch. Oh, schwarze Wolke vor uns. Oh, scheiße. Ja,
weiter hier, ey. Boah, der geht aber rum hier. Ey, rum, rum, rum. Zwei. Portes Gorges, du Verdun. Die Tür zur Schlucht. Oh, guck mal, siehst du, und er sagt, er kann kein Französisch mehr. Verstehen geht langsam wieder. Na, guck mal hier, Aussicht, Aussicht. Aussicht. Wunderbar. Jetzt, wo stelle ich mich hin, Alter? Wo stelle ich mich jetzt hin? Ja, da oben. Am besten da, wo er steht, ne? Weiter vorne. Nee, ich bleib hier stehen.